Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start, heute mit einer Episode zur Special-Karte für die deutsche Legende, die ja zuletzt seine Karriere beendet, beziehungsweise ihre Karriere beendet, wenn wir grammatikalisch richtig bleiben wollen. Und zwar Lukas Podolski, 86er Rating und eine richtig geile Karte, die ihr da vorne schon in der Spitze drin seht. Und um die wird es heute gehen. Wir versuchen den Gegner richtig zu zerstören mit seinem linken Fuß. Wie war doch das Zitat so schön von ihm? Hätte er noch einen rechten gehabt, hätte man das Team erfinden müssen, weil Barcelona Madrid für ihn nicht gut genug gewesen wären. Ist wohl richtig, aber leider Gottes hat er eben nur der 2 Sterne Weak Foot und diesen einen starken linken Fuß. Egal, ich bin gespannt, wie es heute werden wird. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Links zu IG Vault, 6% Rabatt bekommen. Also gerne die Vorbereitung, Coins, Fever Points, PSN und Microsoft Guthaben dazu. Zu meinem Merchandise und zu meinen Social Media Accounts, Instagram, Twitter und Facebook auch gerne auschecken. Und wir gucken uns das Team an, um das es heute gehen wird. Zunächst einmal aber noch, ja, letzte Episode für Clint Dempsey, einen amerikanischen Staatsmann, 500 Likes geschafft. Das ist Lukas Podolski. Das ist eine sehr besondere Karte und das ist eine sehr besondere Episode von Deal With. Schaffen wir da die 600 Likes? Ich bin gespannt. Haut den Daumen raus, ich würde mich freuen. So, das Team sieht so aus. Im Tor haben wir Patrizio davor, Felipe und Boli zusammen mit Grimaldo und Van der Wiel. Im Mittelfeld Sousa, Sanchez und Thiago als Leihspieler und in der Spitze Quaresma, Lukas Podolski und André Schürrle. Podolski hat mich 115.000 Münzen gekostet, dafür meinen ja, Vorbesitzer hier in 13 Spielen 4 Tore und 8 Vorlagen gemacht, allerdings als zentral offensiver Mittelfeldspieler, mittelgeringer Arbeitsrat, 3 Stunden, das gilt dann 82 groß und die Stats, Freunde. 93 Shooting ist ja krass, aber dazu 87 Tempo, 87 Dribbling, 86 Passen und 82 Physis. Das ist schon fast nicht mehr normal. Ja? Und die Karte sieht einfach geil aus. Ich bin jetzt extrem gespannt, ja, welchen Gegner wir treffen würden. Die einzige Sache, die schade ist, dass wir hier kein Spielerbild haben. Also kein animiertes Spielerbild, nicht so das normale nur. Aber was ja, willst du machen? Man kann nicht alles haben. Übrigens, Abstimmung ist hier für das nächste Team of the Week. Welche Spieler wollt ihr sehen? Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir suchen Gegner und gehen rein. So, jetzt müssen wir schon in Liga 2 spielen, weil es einzelspielermäßig keine Gegner gibt. Joe Hart, Smalling, Manolas, Florenzi, Luke Shaw, Henderson, Conte, Nainggolan, Mané, Sturridge und Martial. Ist ein sehr starkes Team an sich. Ein gutes Hybrid aus Serie A und Barclays Premier League mit keiner einzigen Schwachstelle, wenn man so sehen will. Joe Hart vielleicht, wobei der dieses Jahr auch wieder richtig krass ist. Also wird schwer. Aber Leute, die Ingame-Sets von Podolski. 91er Beast-Rating sagt schon einiges aus. 89 Positioning, 99 Schusskraft, 98 Volleys. Dazu 89 Longshots, das hat man ja auch gegen Joe Hart. Ach, wir spielen gegen Joe Hart, das ist ja perfekt eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke. Hat man gegen den ja auch gesehen. Dazu beispielsweise 88 Dribbling, 89 Ballkontrolle. Das passt alles dementsprechend. Ich bin gespannt, ob man das auch auf dem Platz sehen wird. Weil er hat ja leider Gottes nicht die super Arbeitsraten. Aber das wird schon irgendwie. Podolski ist erster Versuch. Die Schusskraft von dir einfach gespürt. Auch wenn die Positionierung zum Ball, beziehungsweise sagen wir, die Stellung und dazu auch die Kraftanzeige gar nicht so perfekt gefüllt waren oder ausgefüllt waren. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein guter Vorgeschmack auf das, was hier mit dieser Karte möglich sein könnte. Der Gegner weiß auch, wie man verteilt. Das merke ich schon in der Anfangsphase hier. Der geht nicht einfach blind drauf, aber wir spielen halt wirklich auch in Liga 2. Das darf man dabei nicht vergessen. Und jetzt kassieren wir hier direkt mal den ersten Konter und das wird schwierig zu verteidigen, weil Mané viel zu schnell für diese Welt ist. Aber das war nicht so gut gespielt. Podolski, der Pfosten! Der Pfosten, das wäre direkt mal das Schöne. Warum denn mit dem Kopf und kein Fallrückzieher? Das wäre so ein schönes 1:0 gewesen. Direkt der Longshot, ich glaube sogar gleiche Feldposition. Natürlich nicht in die obere Ecke, aber trotzdem, wir versuchen es gleich nochmal. Podolski und Hart. Ja, das macht Spaß mit dem zu schießen. Das macht richtig Spaß. Quaresma auf Podolski, der kann nicht mit rechts, aber mit links kann er ihn und mit was für einer Präzision. Und das trotz der Stellung zum Ball, die wieder nicht ideal war. Mit dem linken Fuß reingeschnibbelt. Das war richtig gut gemacht von Quaresma und Poldi. Schön quergelegt und dann macht er den eiskalt. Hart hat keine Chance. So wollen wir das doch sehen von unserer Nummer 1 im Sturm hier vorne. Ich bin übrigens wirklich traurig. Ich hatte ja in der letzten oder einer der vorletzten 7-Minute-Squad-Episoden Schweinsteiger im Sturm. Ich bin echt traurig, dass auch Podolski jetzt seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat. Weil der Typ einfach eine Legende ist. Ja? Das ist wie Gerrard oder wie Lampard oder wie Beckham für England. Der Kerl ist einfach eine absolute Spaßkanone und ein geiler Fußballer. Podolski, Finesse-Schuss! Oh, guckt euch die Kraft dahinter an. Das ist ja nicht mehr feierlich. Was war das denn? Krass!
Richtig heftiges Tor von Podolski zum 2-0. Ich wollte mal ausprobieren, wie der Finessi so ist. Aber dass der mit so einer Kraft und dann vor allem auch noch reingeht, das ist heftig. Da haben andere Spieler einen Schuss, denn ich meine, dass er so stark ist, normal. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. So muss das sein. 2-0, 2-0 Podolski. Hattrick kriegen wir noch hin, oder nicht? Schöne Balleroberung. Und jetzt muss er da noch vorbei. Kann man Smalling. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und das Schöne ist, das denkt man bei Podolski vielleicht jetzt nicht oder hat man nicht so im Kopf. Aber, na, okay, der Pass war schlecht. Der Junge ist gar nicht so schwach. Ja, auch in Realität ist das ein relativ bulliger Stürmer. Nicht mehr so schnell vielleicht wie hier in FIFA mit 87. Aber trotzdem recht bullig. Und der hat hier in FIFA immerhin 88 Körperstärke. Also das sollte man nicht unterschätzen. So, Quaresma, Podolski. Podolski mit rechts. Podolski mit rechts und dem Hattrick. Lupen rein, meine Freunde. Innerhalb von 19 Minuten macht er hier seinen Hattrick. Und wir stellen das Spiel mal so richtig auf den Kopf. Weil der Gegner ist echt nicht schlecht. Der spielt nach vorne gar nicht mal so kacke. Aber gegen Podolski kannst du wenig ausrichten anscheinend. Sehr geil. So, Halbzeit. Und was ich übrigens sagen muss, das sieht man nicht an meinem Finger. Aber ich bin beim Fußball am Sonntag richtig dumm da drauf gefallen. Anscheinend hat mir, glaube ich, irgendwie die Kapsel angerissen oder sowas. Ich habe absolute Schmerzen. Und trotzdem schafft es Lukas Podolski noch, mich restlos zu überzeugen. Also, das verdient auf jeden Fall Respekt, würde ich behaupten. Das war eine schöne Bewegung auf jeden Fall, auch wenn Smalling da schneller am Ball ist. Hat man gut gesehen den Antritt und wie er in den freien Raum starten wollte, war auch vielleicht nicht ganz optimal gespielt. Gefällt mir aber wirklich, wie gesagt, ausgezeichnet. Ne? Er hat natürlich auch seinen Preis, dementsprechend sollte er auch gut spielen. Aber das tut er und das ohne Zweifel. Richtiger Distanzschuss jetzt mal, so richtig Distanz. Naja gut, ein bisschen zu zentral vielleicht. Ah, warte, Chance noch nicht vorbei. Die lebt noch. Kriegen wir einen Freistoß? Nein, aber Quaresma, schade. Ich hätte den Freistoß gern gehabt. Jetzt fast noch ein Kopfballtor. Dafür, dass das nur ein schwacher Ball quasi war, hat er da ganz schön Druck hintergebracht. Also anscheinend hat er auch Kopfballkraft. Hat natürlich keinen Power-Kopfball. Power-Header oder Power-Kopfball. Das war ja was Podolski nie sonderlich gut konnte köpfen. Aber da erinnert man sich eventuell auch noch dran. Ich meine, irgendwann war das bei der WM 2006, als er ein Kopfballtor gemacht hat gegen Schweden. Oder war das beim Confed Cup? Oder irgendwann hat er ein Kopfballtor gemacht und Löw noch einen Vogel gezeigt. Oder Klinsmann damals. Wir kassieren das 3-1 durch Lacazette eingewechselt, aber gut, dann müssen wir jetzt halt mal wieder ein bisschen Konzentration machen. Oh, da wäre der fast gewesen. Alter, ich sag sogar, ich sammle mich, ne, für eine Sekunde und sag's immer noch falsch. Nicht der fast passt gewesen, sondern der Pass fast gewesen. Ich bin hier gerade echt konzentriert, muss ich sagen. Aber Podolski macht es mir nicht schwierig, ihn einzusetzen, auch wenn er jetzt gerade nicht in der Mitte ist, da wo er eigentlich hingehört. Versuchen wir mal zweiter vor. Jetzt läuft der weg. Auch Wahnsinn. Oh, schade, dass ich da nicht anwählen konnte. Oh, Balleroberung und jetzt noch gegen Smalling durchsetzen, beziehungsweise einfach mal antreten. 87 Tempo, aber keine Energie mehr. Ja, schade. Da hätten wir vielleicht mit ein bisschen mehr Fitness noch was reißen können, aber so leider Gottes nicht. Das ist dieses Jahr, finde ich, echt krass. Bei vielen Spielern ist es wirklich so, dass die nach 70 Minuten unbrauchbar sind, weil die einfach keine Energie mehr haben. Aber jetzt macht er noch eine Vorlage für Schürrle. Jawohl. Und damit haben wir 4-1 und ich würde sagen, das sieht dann sehr, sehr schön aus am Ende. Podolski 3 Tore und eine Vorlage. Was willst du mehr? Fast hier nochmal eine kleine Quaresma-Show zum Abschluss des Spiels, aber leider Gottes nicht. Jetzt dürfen wir nur nicht mehr in den Konter reinlaufen und wo ich sage, wird es wohl passieren. Lacazette kriegt den erstmal nicht rüber, aber jetzt und Mané ist so abschlussstark, dass er das wahrscheinlich machen wird. Jawohl! Aber auch ein 4-2 ist in Ordnung. Trotzdem bitter. Ich kassiere nicht nur ein Tor noch, um das Ergebnis beschissen aussehen zu lassen. Nein, zwei. Oh, vor allem so ein dummes Gegentor. Wenn man da sieht, wie ich den mit der Hacke zu Podolski gespielt habe, der sich aber noch recovern muss von nix. Naja, egal, das war's von dieser Episode, ja, das war's von diesem Spiel, wir gewinnen mit 4-3, 3 Tore von Podolski, der hat den Hattrick gemacht, Lupen rein, dementsprechend auch eine Vorlage dazu, Man of the Match und das vollkommen zurecht, 9,6er Bewertung und 9,5 würde ich ihm auch insgesamt geben, absolut geile Karte, 115.000 Coins hat seinen Preis auf jeden Fall, aber er kriegt dafür einen richtig genialen Stürmer, gerade wenn er ihn vielleicht noch mit einem etwas kopfballstärkeren oder mit etwas rechtsfüßigerem, wenn es das Wort gibt, Stürmer zusammenpackt,
dann ist der Typ eine absolute Bombe vorne drin. Das einzige Problem bei ihm, Nationalität ist ja gut an sich, die Werte, ich habe nochmal nachgeguckt, 91 Curve, 88 Flanken, 86 Freischusspräzision, da was will man mehr, ne? Das einzige Problem ist halt ein bisschen die Liga, ne? Galatasaray, beziehungsweise, ja, die Super League. Aber man könnte beispielsweise links Reus, dann Quaresma im 4-3-2-1 oder 4-1-2-1-2 kriegt man bestimmt auch irgendwie hin. An sich eine geile Karte, definitiv. Deswegen 9,5 von mir und das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch für den Hattrick. Ja, und für die Legende Lukas Podolski einen Daumen nach oben da. 600 Likes ist unser Ziel. Das schaffen wir, denke ich mal, locker. Vielleicht haben wir sogar 1000. Wer weiß. Aber 600, erstmal ausgerufenes Ziel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, am Anfang des Videos abzustimmen. Und ja, ich verabschiede mich. Bis dann, macht's gut, haut rein, passt auf euch auf und ciao.